hallo, hallo. Vielleicht warte ich auch mit der Erklärung, bis die anderen rüber geradet sind, ne? Sonst muss ich es gleich nochmal erklären. Das wäre auch nicht so gut. Aber man kann es sich vielleicht denken, was passiert anhand des Titels und den Übungen, die wir gemacht haben die letzten Tage. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Ah, da kommt doch schon eine Spende rein. 10 Euro pro Tag. 10 Euro von Havok, dankeschön. Ich hänge, oh. 10 Euro von Havok, dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Finn überzieht. Naja, das ist okay. Das ist okay. Ich werde es überleben. Haben wir besonders lange Zeit, uns gegenseitig zu quatschen. Es ist so krass, wie viel. Nicht wahr? Es ist so krass, wie viel wir schon erreicht haben für Charity. Der Timer läuft schon, ist das gewollt? Ja, wir resetten den, wenn es gleich wirklich losgeht. Das, wir resetten den dann. Oh mein Gott, wer hat gerade donated? Zauber? Zauber, ist das richtig? Danke übrigens, wir sind jetzt bei... Wir haben gestern Abend noch die 20.000 für das Tierheim Berlin erreicht. Und jetzt sind wir bei 20.500. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Ich musste mich gestern wieder so zusammenreißen, nicht nochmal zu weinen, ne? Ich musste mich so, so zusammenreißen. 20k am ersten Tag wäre hart insane. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Wir haben alle gar nicht damit gerechnet, dass so viel zusammenkommt. Oh mein Gott. Zaubert's was. Hier die andere Hälfte zu den 69 von gestern. Ah! Dankeschön! Oha! Alles absolut insane. Es ist wirklich so. Hallo Alex. Yo, ich glaube so 2k. Ja, 2k ist realistisch. 2k könnten wir hinkriegen. Ich sag's euch, ne? Wir sind alle einfach in Disbelief. Aber es ist auch so toll. Es ist auch so toll. Und der Stream gestern war so toll. Wart ihr da beim Stream? Ich weiß auf jeden Fall, es waren einige da. Das war auf jeden Fall so hart mein Highlight gestern. Ach du heilige Kloschüssel, 20k. Wir sind bei 20k. Light Up ist eigentlich, na, das ist unser erstes Spenden-Event. Light Up ist auch das erste Mal existierend jetzt als quasi kleines Pilotprojekt. Und dass wir schon, ja, bei so einem spontanen Pilotprojektstart direkt am ersten Tag 20.000 Euro zusammenbringen konnten, das ist insane. Von so vielen von euch. Dankeschön. 2k war null falsch, nur die Null war woanders. Ja, ja, die Null muss halt woanders hin, sonst, ne? Kommst du aus Berlin oder hast du das einfach so ausgesucht? Also erstmal haben wir uns das alle zusammen ausgesucht, weil Leitmotiv, wir wollen ja alle zusammen für etwas Geld sammeln, das wir alle unterstützen möchten. Und wir haben uns für das Tierheim Berlin entschieden. Also erstmal haben wir uns das für ein Tierheim entschieden, weil Lunis besonderer Wunsch war so, bitte, bitte lasst uns zuerst ein Tierheim nehmen. Und finde ich auch super fair. Finde ich super, super fair. Und wir haben uns für das Tierheim Berlin entschieden, weil, also, das Gute daran ist, dass wir da halt mal hinfahren können und uns angucken können, wo unsere Spenden benutzt werden. Und das ist halt für uns, glaube ich, ja, das Einfachste. Außerdem, wenn das so ein großes Tierheim ist, das sich um so viele Tiere kümmert, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das unterstützen, würde ich sagen. Ach so, mega cool. Yes! Und da kommen sie! Hallo, hallo, hallo! Da kommt der Finn-Raid! Der Finn-Raid und der Light-Up-Raid! Hallo, ihr alle! Oh mein Gott, ist der Chat schnell! I'm scared, I'm scared, I'm scared! Bitte, bitte lasst mich am Leben! Hallo! Ich habe gesehen, ihr habt gerade eben noch die Verlosung zu Ende gemacht. Alles gut, alles fein. Wir haben noch genug Zeit, um ein Klo zu bauen. Ja, ich bin ein Genie, ich schaff das.
Danke auch für die ganzen Resubs. Die Dankeschön, vielmals. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die nicht laut vorlese, weil ich möchte, dass wir uns auf Charity, auf die Spendenaktion, auf Light Up und auf das Tierheim Berlin konzentrieren. Ich möchte dieses Wochenende keine Spenden für mich, sondern ich möchte, dass, also wenn ihr spenden möchtet, ihr das nicht in mich investiert, sondern an das Tierheim Berlin oder halt einfach nur das Event genießt und das coole Programm. Und oh mein Gott, ich zeige euch auch mal den Streamplan. Wenn wir schon so dabei sind. Erstmal hallo ihr alle, hallo! Oh, der Zeitplan ist irgendwie, upsi, manchmal so. Urmel und Dreckspatz, ja! Urmel und Dreckspatz! Oh, das Bild von Urmel ist so süß, ne? Das geht einfach gar nicht klar. Das ist so adorable. Hast du auch gespendet? Das Ziel ist, Leute, ich werde heute versuchen, in 2 Stunden ein Klo zu bauen. Ein Höllenklo aus wunderschönen Ziegeln. Ja, aus, wie heißen die nochmal? Nether-Ziegeln? Diesen schönen roten. Und Nether-Ziegel, ja, genau. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich 500 Euro an das Tierheim Berlin spenden. Das muss ich in 2 Stunden schaffen, ansonsten gibt es 500 Euro an das Tierheim Berlin. Oh mein Gott, 500, ja, ja. Wenn und wenn du es schaffst, dann kann ich mich geil fühlen. Wer entscheidet, ob es geschafft ist? Der Timer, würde ich sagen. Und ja, ob es ungefähr so aussieht wie ein Klo, ne? Ob es wie ein Klo aussieht. Und wenn du es schaffst, dann 1000. Moment mal. Wenn ich es schaffe, 1000. Ich sag's nur ungern, aber versag. Schön einfach gegen mich. Sorry fürs Überziehen. Alles gut, Finn, das passiert mal. Alles gut. Ehrlich gesagt, ich war auch noch nicht so ganz ready. Ich habe nämlich viel zu schnell mein Brot gegessen, hatte erstmal ein bisschen Fauchi-Bauchi und jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Wir wollen doch keinen ungeraden Spendenstand übergeben. Dammit! Danke für deine Donation. Dankeschön fürs Geradeziehen. Dankeschön, Dankeschön. Oh. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Richtlinien dabei, die du einhalten musst. Ich muss alles aus diesen Ziegeln bauen. Im Prinzip ähnlich so, wie wir das vorher gemacht haben. Nur vorher habe ich ja dann einfach mit irgendwelchen Blöcken das Klo beendet. Das geht jetzt nicht. Ich muss alles aus diesen Ziegeln bauen. Es muss fertig sein. Es muss ungefähr wie die Vorlage aussehen. Es darf kein Block fehlen irgendwo. Und es muss innerhalb der Zeit passieren. Gegen Ginger für die Tiere. Let's! Oh nein, ich zeige euch mal meinen Zeitplan. Ihr kamt jetzt gerade eben von Jackbox Party Games. Ich hoffe, ihr habt richtig hart abgepartiert. Ich weiß, die Jackbox Party Games, die machen mal richtig Laune. Und jetzt heute werden wir ein wundervolles Klo bauen. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt eine Stunde mache, dann ist es... Ja, bis 15 Uhr. 2 Stunden meine ich für 12. 13. 14. Oh ja, eigentlich müssten wir genau jetzt anfangen. Oh Gott, wir müssten genau jetzt anfangen am besten, damit wir noch genug Zeit haben für die Verlosung im Anschluss. Denn es gibt auch Verlosungen bei unserem Spenden-Event. Wir haben verschiedene Verlosungen, wir haben verschiedene Partner. Die sind bei mir oben, da in der Ecke, da rattern sie durch bei mir. Oh mein Gott, danke schön. What? Dankeschön für 24 Euro, dankeschön. Vielen lieben Dank. Eine anonyme Spende, vielen lieben Dank. Wir haben verschiedene Giveaways in jedem Segment. Auch nach meinem Segment wird es weitergehen. Da bin ich sogar dabei. Ich bin dann bei Mona beim Burp Brain Quiz. Ich hoffe, nach dem Klobauen habe ich überhaupt noch genug Hirnzellen, um irgendwie was... Das wird ganz schrecklich, Leute. Das wird ganz schrecklich. Ich weiß gar nichts. Ich bin so stupid, Alter. Das wird ganz schrecklich. Egal, ich bin dann beim Burp Brain Quiz dabei. Genau. Und ja, eventuell gibt es eine kleine passende Verlosung am Ende dieses Streams in 2 Stunden. Kann man auch Wetten abschließen, ob du schaffst. Ihr könnt auch gerne nebenbei eine Wette laufen lassen. Ja, warum nicht? Ist doch voll geil, oder? Können wir eigentlich machen. Oh. Wer auch immer diese krummen Zahlen macht. Mein Perfektionismus hasst euch. Eww. Was macht ihr denn?
Was macht ihr denn? Oh Mann! Dankeschön, Mann! Für 20 Euro. Ach du Heilige. Ah, Dankeschön. Doch alles ungerade. Was macht ihr hier? Ich kann nicht. So, plus Material farmen. Wenn wir nicht genug Material haben sollten, dann muss ich welches farmen. Genau. Aber wir hoffen mal, dass ich alles richtig gemacht habe. So, Leute, wir müssen anfangen. Sonst passt das zeittechnisch nicht mehr. 2 Stunden Zeit brauche ich. Kann gleich noch labern. Wenn ich so viel Zeit habe, kann ich auch gleich noch labern, während ich das Klo baue, ja? Ich werde euch das gleich mal zeigen, wie das hier aussieht. Und einmal ganz kurz meine Flügel kleiner machen. Das ist wichtig. So. Und dann gehen wir mal auf den Server. Und ich mache andere Musik an. Tschüss, Musik. So. Die gute Nintendo-Musik, die muss uns tragen. Die muss uns... Die ist viel zu laut. Die muss uns tragen. So. Was ist diese Musik? Nintendo-Musik. Die gute Musik. So, aber auf den Leitmotiv-Server. Ab dafür. So, go, go, Ginger, du schaffst es. Ich gebe mein Bestes. So, wir sind jetzt erstmal hier. Und ich habe mich dafür entschieden, das Klo dorthin zu bauen. Ja, dort kommt das Klo hin. Wann kommt die Wette? Mach mal gleich. Eigentlich jetzt gleich. Ihr könnt eigentlich jetzt schon, ein Mod kann eigentlich jetzt schon die Wette aufsetzen, wenn ihr möchtet. Ginger, Timer. Ja, ja, der Timer ist, es geht noch nicht los. So, hier wird das Klo hingebaut. Leute, ich habe mir hier schon mal markiert, wo es losgeht. Und den Rest muss ich jetzt selbst irgendwie hinkriegen. Puh, wir haben das Klo schon einmal gebaut. Zweimal sogar. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Okay, Leute. Ich werde den Timer jetzt resetten und dann habe ich ab dort 2 Stunden Zeit. Seid ihr bereit? Glaubt ihr, dass ich es schaffe, ein Klo zu bauen? Glaubt ihr, ich schaffe es? Für den guten Zweck, für das Tierheim Berlin! Dankeschön für die Donation! Dankeschön! Ich bin böse und drück dir nicht die Daumen. Hey! Okay, Leute, Timer läuft. In 3, 2, 1! Funktioniert das? Jetzt! Okay, jetzt. Let's fucking go! So, ich habe hier so ein paar Dinge. Ein paar Ziegelchen. Und ich glaube, wir fangen direkt mal an. So, ich packe ein bisschen... Ich glaube, ein bisschen Erde brauche ich als Gerüst. So, das packe ich hier weg. Das hier werde ich auch nicht mehr brauchen. Dann packe ich das hier weg und das hier weg. Und das hier, falls ich es brauche. Und das hier hin. Und wir nehmen einfach alle Blöcke mit. What the fuck, Alter? Warum das zögern? Wir nehmen alle Blöcke mit, die wir brauchen können. So. Oh gosh, das sind wenig Ziegel. Meint ihr, wir schaffen das nicht? Ach was, ach was. Mr. Skyline, danke für 50 Euro für das Tierheim Berlin. What the heck? Dankeschön. So, ich bin mir sehr sicher, das hier muss... Das wird die Base... Und das muss, glaube ich, 3 Blöcke hoch. Ich glaube, es muss 3 Blöcke hoch. Oh Gott. So, 3 Blöcke hoch. I guess it was 3 Blöcke. Oh, so fertig. Nee, nichts fertig. Oh mein Gott, ich will gerne den Spendenstand irgendwie... Oh mein Gott, sorry, hatte gestern keine Zeit. Hä? Das ist doch gar kein Problem, what the fuck? Ist doch voll okay. Ist doch voll okay. Gar kein Problem. So, dann kommen hier 3 vor. Hier 1 hin. Hier 1 hin. Ich glaube, das geht dann hier noch 1 weiter. Pop, pop, pop. Dum, 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 dum. Guck mal, so cozy Musik. So cozy, nicht wahr? So toll. Eigentlich möchte ich nicht, dass Ginger es schafft. Dann gibt es mehr Tierheimgeld. Warte mal, was? Moment. Was? Was? Leute, wir sammeln alle zusammen. Alles ist besser als die Subway-Surfer-Musik bei Mona gestern. Ah. Ach was. So, geht das dann nicht noch 2 hier vor?
was wird gebaut? Ein Klo. Ein Klo. Wenn du so fragst, ein Klo. Oh mein Gott. Ist das so richtig? Zwei Blöcke hier, dann hier. Dankeschön für die Donation! Dankeschön! Die war super. Ja, ja. Warte so. Oh mein Gott, Leute, ich baue gerade nach Gefühl. Ist das was Gutes? Ist das was Gutes, wenn ich jetzt nach Gefühl baue? Ist das gut? Mein Gott, die Musik ist so still plötzlich. Das soll aber nicht so. Das macht mich nervös. Das macht mich nervös. Okay, wisst ihr was? Wir gehen für diese Musik. Ich mag die jazzige Musik eh lieber. Rein da. Ich brauche was zur Konzentration. So. Es ist gut, 500 Euro ans Tierheim zu spenden. Mach weiter so. Das wirkt langsam wirklich wie so eine Drohung. 1,7 Millionen Punkte im Topf. What? What the heck? Und nein, das Ding ist noch viel größer. Das geht noch höher. Ich habe mich vertan. Ich dachte, das ist nur 3 hoch. Ich glaube, das ist 3 außerhalb der ersten Schicht hoch. Ja. Ja, ich habe mich vertan. Ist okay, 3 der ersten Schicht ist in Ordnung. Und dann fangen hier, glaube ich, die Treppen an. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir den Stand richtig hinkriegen, weil der ist, glaube ich, noch nicht so richtig. Oh, ach, Ginger. Hä, was wie auch Ginger? Wenn Ginger nach Gefühl baut, habe ich ein schlechtes Gefühl. Nein, 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 nein. Das wird alles toll. Ist das so richtig? Oh no. Oh no. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen rübergehen und ich muss Blöcke zählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Und es wird schon Nacht und ich habe mein Bett nicht hergeholt. Wieso bin ich so? Ich habe mein Bett nicht hergeholt. Oh. Bekommt das Klo auch einen Kloteppich? Vielleicht in einem anderen Stream, aber nicht in diesem Stream. Ich kann nicht einschätzen, ob das was wird. Ach was, ich bin richtig gut dabei. Oh. Oh. Oh mein Gott, Hashtag vorbereitet. Ich bin immer gut vorbereitet. Ich bin immer alles auf Nö gesetzt. Ginger liebt doch Tiere, oder? Ich liebe doch Tiere. Ja. Warum seid ihr so fies zu mir? Wieso? Ginger baut Pi mal Daumen. Das endet nicht gut. Das endet gar... 40 Euro! Luma! Luma, ist das richtig? Ich hoffe, ich habe mich nicht verlesen. Luma, danke schön! Danke schön! Dass die Vorlage jetzt auch am anderen Ende der Welt ist. Du bist so ein Brain. Ich habe extra im Stream gesagt, wir machen es mir schwieriger, indem ich die Vorlage nicht direkt daneben habe. Das habe ich extra so gesagt, weil beim letzten Mal habe ich es ja auch in einer Stunde geschafft. Vielleicht hätte ich es in einer und zerquetschten geschafft. Aber da war halt auch die Vorlage direkt hier neben. Ich konnte direkt alles nachzählen. So. Es sind 3 Blöcke außerhalb. Da bin ich richtig. Dann 2 Blöcke hier. Oh, das hier ist nur 1 breit. Das hier drum ist nur 1 Block breit. Das hier dann immer 2. Immer hier von 2. Und dann 3. 2 und dann 3. Ich glaube nicht, dass ich das noch weiß, wenn ich rübergelaufen bin. Aber ich gebe mein Bestes. Oh. Guckst du das nicht, guckst du das ab? Ist das nicht Cheaten? Nein, das ist meine eigene Vorlage, die ich mir selbst gemacht habe. Of course it's not cheating. Ja, deswegen haben wir die ja extra vorbereitet. Ich habe die ja extra für diesen Stream hier vorbereitet. Und extra dafür geübt. Oh mein Gott.
Ich bin eine Ziege, spende ich an mich selbst. Ich mag eine Ziege sein, aber ich bin nicht im Tierheim, ja? Ich bin nicht im Tierheim. Die Vorlage von der Vorlage. Nee, das war einfach nur so Reference für mich. Oh, ich habe hier auch nur eins dran gesetzt. Immer hier eins drumherum. Das war richtig so. So, und dann war die Regel... Immer zwei. Immer zwei. Warte mal, immer zwei und das hier hat drei, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dann müsste das ja viel weiter hinten sein. Oh no. No! Oh mein Gott, danke schön! Für 10 Euro Hypercruiser, danke schön! Warum machst du es nicht weiß? Weil es ein Höllenklo ist! Das haben wir uns ja gesagt. Es muss ein Höllenklo sein. Aber warum habe ich mich verzählt? Das sind immer drei Blöcke hier. Aber ich das eins weitermache. It's always three. Like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chat, das ist schräg. Warte so. Maybe like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chat, ist das schräg. Ich bin keine Ablenkung. Ich muss hier nur kurz durch. Oh mein Gott, Mocha Zero. Dankeschön für 10 Euro. Dankeschön. Bei der Farbe sieht man die Rückstände nicht. Disgusting. Kommt es mir nur so vor? Oder ist das unsymmetrisch? Das sieht irgendwie so wild aus. Doch, das muss unsymmetrisch sein. Nein. What did I do wrong? No, no, no. Hier mal zwei, hier mal zwei. Kommt der hier vorne weg? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nee, das ist richtig. Das muss richtig sein. Dankeschön für eure Donations. Dankeschön. Hätte ich doch bloß gegen Ginger gewettet. Hä? Ich mache alles richtig. Ich bin hier richtig gut konzentriert. Und am Bauen. Und gut am Bauen. Die Schatten betrügen mich. Ist das so? Nicht richtig aus hier dran. Vielleicht mache ich später nochmal und wir machen jetzt erstmal woanders weiter. Da müssen noch ein paar Blöcke, dann passt es. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2. Hier vielleicht? Oh, jetzt sieht es irgendwie richtig aus, oder? Auf jeden Fall richtiger. Oh mein Gott, jetzt sieht's richtig aus. Dankeschön, Dankeschön. 24,9. Warum macht ihr jetzt diese... Wann sind wir denn fast auf 21.000? Ah! Was tut ihr? Ha, 21.000 incoming, aber wirklich. So, ich mach mir mal hier neben. Übrigens, ich finde, ich habe ein sehr schönes Plätzchen ausgesucht, ja, für das Klo hier. Ich finde, das ist sehr schön und naturbelassen. Einfach toll. Hier ist ein Baum. So, und hier haben wir einfach eine Übersicht über das ganze Dorf. Ist das nicht schön? So. Ah, da muss das hier noch einen Block weiter. Aber das können wir aus Erde machen. So eine geile Erdschicht dazwischen.
weil das brauchen wir nur als... Bin ich dumm? Ich habe den Block da hingesetzt. Ach du Scheiße. Das brauchen wir nur als Stand. Soll es nicht nur Ziegel sein? Ja, das hier ist nur... Es wird halt nicht benutzt für den... Für das Dings, sondern nur für die Halterung. Für die Ziegelchen. Dichtungsmaterial. Genau, es ist Dichtungsmaterial. Genau so. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße, Leute. Damit danke für 10 Euro. Macht ihr eigentlich... Oh, danke, du hast den Spendenstand wieder gerade gemacht. Dankeschön. Ey, ganz ehrlich, das fängt auch mich langsam an zu triggern. Hört auf, mich zu triggern. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als getriggert zu sein. So, eine Treppe, zwei Treppen. Sind es zwei oder drei Treppen? Und dann doch hier wieder drauf, oder? Dann hier drauf. Dankeschön. 10 Euro Lach mit Sahne. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dass ihr das Tierheim Berlin unterstützen möchtet. Dankeschön. Ich habe es unsymmetrisch. Also das ist irgendwie nicht richtig. Something about this is not right. Boah, die Sonne ballert auch so. Hä, was ist hier nicht richtig? Oh nein, Leute, Chat. Chat, das ist... Ich versuche mich gerade selbst nicht so zu stressen, aber... Ist das bei dem anderen hier auch so? Nein. Hier wird einfach drum gebaut. Ist das hier nicht richtig? Was, 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 was? 21? Nein! Chat, wir sind bei 21.000! Ich kann das nicht. Und das alles, während ich ein Klo am Bauen bin in Minecraft. 21.000. Junge. Junge, als wir gestern den Karaoke-Stream, als ich den gemacht habe. Da sind wir mit 16.000 da rausgegangen. Wir sind jetzt bei 21. Bro. Oh. What the heck? Hä? Irgendwas ist hier falsch. Nee, nee, nee. Ich danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. Oh, hallo Rikasa, Hallihallöchen. Ach, die Donation kam von Rikasa. Jeder braucht ein Klo. Leute, ich bin mir sehr sicher, von den 50 Euro kann man bestimmt den Katzen im Tierheim ein... Was habe ich hier denn gemacht? Den Katzen im Tierheim ein neues Klo ermöglichen. What? Oh, ich habe mein Bett nicht hergeholt. Ich bin so dumm. Was, 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 was? Ich muss einmal ganz kurz... What the heck? What the heck? Ghostery! Mit 2.000 Euro!
My money has doubled since the last time we met, Ginger. Hashtag für die Tiere. Du Ehrenmann! Du Ehrenmann, what? Yo! Oh. Bei 30.000 gibt's Kloteppich für die Katzen. Leute, was sollen die Katzen mit dem Kloteppich? What the heck? Timothy, ich danke auch dir für 50 Euro. Ginger braucht jetzt erstmal Zeit, um drauf klarzukommen. What the heck? Wir waren gerade bei 21! Es geht um Dominanz. Wenn es Dominanz braucht, damit für den guten Zweck für das Tierheim Berlin in dem Fall donated wird, dann ist mir das wert. Dann gerne. Yo. Ach du Heilige. Wisst ihr was? Die Zeit nutzen wir kurz, um neue Ziegel zu holen. Wenn ich jetzt gerade kurz... Und nochmal zu zählen. Um nochmal kurz abzusichern. Dann sind wir nämlich, können wir nämlich gleich fertig machen mit der Schüssel und fangen an mit dem... wie heißt das Teil, auf dem man sitzt? Ihr wisst, was ich meine. Mit dem Sitz da oben. Oh, neues Spendenziel. Ja, wir haben... Eine Brille, genau, mit der Brille heißt das. Oh Gott. Jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Na gut, jetzt gucke ich nur noch. So. Ich hoffe, das hier sieht richtig aus. Ich kann ja auch die Blöcke einfach zählen. So, die erste Reihe ist 1, 2, 3, 4, 5. Die zweite ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dasselbe bis hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte passen. Das sind wie viele Treppen? Zwei Treppen, dann zwei hoch. Zwei Treppen, dann zwei hoch. Bis auf das hier vorne. Okay, puh. Okay. Das ist Bestechung, damit Ginger das Klo nicht fertig kriegt. Nein. Niemals. 58 Euro? Habe ich das richtig gesehen, Kaiserkase? Bro, ich komme nicht klar. Wir bauen ein Klo. Nein, nicht ins Loch fallen. Wir bauen nur ein Klo. Eigentlich müssten wir Heido provozieren, dass er Top-Donator wird. Nein, wir müssen Heido nicht... By the way, Heido provozieren... Nee, Moment. Das klingt falsch, wenn ich das so sage. Nee, so meinte ich das nicht. Aber by the way, Leute, vergesst nicht, dass es Giveaways gibt während des ganzen Events. Und ihr könnt eine... Uwu Founders Edition Collector's Box gewinnen. Dafür müsst ihr Ausrufezeichen Uwu Box eingeben. Das funktioniert ein bisschen anders als die anderen Giveaways. Das läuft nämlich unabhängig vom Stream nebenbei. Und genau, das könnt ihr, da könnt ihr einfach durchlesen, was ihr machen müsst. Ich glaube einfach nur, ihr müsst da so ein Ticket ziehen und ich glaube ein paar Kanälen folgen und dann seid ihr quasi irgendwie im Lostopf. Richtig cool. Uwu Box, yes, wenn ihr auch mal Uwu probieren möchtet. Die Box ist sehr, sehr schick. Die ist wirklich schön. Die ist wirklich, wirklich schön. Viel zu viel Mühe gegeben. Fast schon, finde ich. Es ist ekelhaft, wie viel Uwu sich Mühe gibt. Oh mein Gott. Und auch an dieser Stelle, danke Uwu, dass du das Event unterstützt. Danke an alle unsere Partner, die das Light-Up-Event unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. So. Guck mal, damit haben wir jetzt zumindest schon mal ein paar mehr Ziegel hier drüben. So, hier habe ich gezählt. 1, 2, 3, 4, 5.
Das ist eins mehr, eins mehr. Ja, alles richtig, das hier sieht gut aus. Wir müssen nur kurz die Treppe fixen. Die ist hier irgendwie kaputt gegangen, for some reason. Die ist leider hier ein bisschen kaputt gegangen. Wie funktioniert denn das so hier ran? Hier ein Treppchen, oder nicht? Ja! Oh mein Gott, jetzt haben wir es. Okay. Okay. Die erste Schicht Treppen ist safe. Ist richtig. Oh mein Gott. Ehre an alle Spender. Ohne euch würde das alles hier nicht funktionieren. Vielen lieben Dank. Ich komme darauf auch einfach nicht klar. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren für unsere Challenge. Aber ich komme nicht klar. Hat Ginger genug Stein? Ich glaube, ihr könnt es mittlerweile ausrechnen. Ich weiß es nicht. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. Warte, was ist das? Ist das richtig so? Ja. Ausrechnen? Matze? Oh, das sagt die Dämonenziege, die sich so viel Mühe gibt und so liebevoll ist. Ich baue ein Klo! Weiß ich nicht, Leute. Oh, das klingt wieder mit diesem Timer, ne? Das ist schrecklich. Oh, ich hoffe, wir haben genug Treppen hierfür. Nein! Nein, nicht da eine Treppe. Nein! Vor allem, ich sag's und die Treppen reichen nicht ganz. Oh. Ja, Leute, ich habe doch gesagt, wir können gerne passend... Wenn ich das Ding hier schon hinbaue, kann ich dazu auch einen Kloteppich bauen. Aber nicht hier, nicht im Rahmen des Charity-Events. Sondern dann halt in einem normalen Minecraft-Stream später wieder. Danke, 8 Euro von Domme, dankeschön! Der Ausgleich wieder. 23.200. Eiahafava. Fisi, dankeschön für deinen Schubi. So, oh mein Gott. Willkommen bei Light Up, willkommen im Spenden-Event. Willkommen bei Ginger muss in eineinhalb Stunden das Klo fertig gebaut haben. Oh. Oh. 41 Treppen, das reicht doch, oder? Und bitte sag, ich brauche nicht mehr. Ich brauche die Treppen für was anderes. Warte, habe ich hier Holz drin? Zufällig? Ich könnte mir einfach eine Leiter hochbauen. Fiebert ihr schon mit? Ah, ich muss den Stand fertig kriegen. Scheiße, 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 scheiße. 6,69 Euro von Katzenklo. Ja, danke schön. Habt ihr schon Muffensausen? Oh. Hier hatte ich Holz. Mein Holz war hier. Ich nehme mal alles Holz mit. Scheiß drauf. Ich akzeptiere als einer Stelle nur 0 und 5. Wie lange willst du das noch machen? Oh, mit dem Spenden können wir schon allen 1300 Tieren ein Spielzeug kaufen. Ja. Ja, definitiv. Yes. Oh, scheiße, die Treppe. Das habe ich ja noch falsch gesetzt. Something is wrong, my friend. Mach das hier alles mal weg. Oha, oha, oha. Fliegenfels, dankeschön. Warte, wie viel waren das? Auch im zweiten Stream für Ginger alles für die Tiere. Danke für 96 Euro. Was passiert?
seid hier? Was ist los mit euch? Okay, rüber. Rein da. Guck mal, jetzt kann ich mir hier Treppen, hier Leitern bauen. Im Endeffekt wird es dazu führen, dass wir schneller vorankommen. Bin ich mir sicher. Die Zeit, die, ist so auf jeden Fall wieder gut gemacht, hoffe ich. So, jetzt ganz behutsam, sachte. Alter, wie viele Donations kommen denn gerade nochmal rein? Dankeschön, vielen lieben Dank. Dankeschön. Was passiert, wenn Ginger es nicht schafft? Dann spende ich 500 Euro an das Tierheim. So, kurz einmal checken, wie es von unten aussieht. Habe ich das Bett jetzt eigentlich mitgenommen? Nice. Checkpunkt setzen, falls ich sterbe. Nicht so wie vorher. Oh, guckt euch diesen mächtigen Thron an. Ja, 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 ja. Ach, scheiße. Die Seite ist nicht richtig. Guckt euch diesen mächtigen Thron an. Warte, wie kriege ich denn das? Hier ist schon irgendwas falsch. Och nee. Was ist das denn? Nee, 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 nee. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Flix, nein, habe ich nicht. Das ist das Problem. I don't have them. Ich hab die nicht. So, muss das da hier nicht rum? So. Nee. Ich habe irgendwas falsch gemacht und ich weiß nicht was und das ist nicht gut. 25 Euro von Rock Rivers, dankeschön. Ach man, vielen, vielen lieben Dank. Oh. Damit begrade ich wieder. Oh mein Gott, ich hab's richtig jetzt. Und wenn du schaffst, spende ich anonym 500. Leute, ich brauche doch eine Strafe. Ich brauche doch irgendeine... Obwohl, das ist eigentlich keine Strafe, aber... Nein, die Challenge ist einfach nur für uns. Für uns zum Mitfiebern. Sind 500 Euro nicht etwas viel? Für das Tierheim Berlin nicht. Hallo, wir sammeln gerade... Wir sind gerade bei 23.400 Euro. What the fuck? Was ist das für eine Frage? Nein. Of course not. Ah... Oh. Alter, okay, nice. So, was habe ich dann gesagt? Dann zwei Schichten, einfach nur Blöcke hoch, ne? Wenn ich schaffe, spende ich 300, wenn ich verliere, 500. Hm, 500 sind schon über den Ghostery so. Ha, ja, ne? Hm, ich sehe schon. Was wird aus dem Klo bei Finn hinten? Das werde ich abreißen später wieder. Also nicht in diesem Stream, aber... Ah, danke schön! Mister, ich konnte es gerade nicht ganz lesen. Dankeschön, aber für 35 Euro. Mister Eistee? Ist es Eistee? You mean Eistee? Boah, ist jetzt die Frage, packe ich die einfach so hier drauf? Chat, kann ich eigentlich diese Blöcke jetzt hier lassen oder stört euch das? Weil das ist halt wirklich nur zur... damit ich das, die Blöcke überhaupt platzieren kann. Aber ich kann sie gerne für euch wieder wegmachen, damit es nicht heißt, oh, Ginger hat aber gesagt, ich muss das Ding, ich darf das Ding nur mit Dingsblöcken bauen. Oh nein. So. Guck, clean. Wunderschön und clean. Oh, das sieht schön aus, oder? Sieht richtig hübsch aus. Beautiful. So, gut. Und dann sind es, glaube ich, zwei hoch, ja. Nicht hier, though. Wir fangen mal hier an. Weil das Klo geht ja so... Geht ja so ein kleines bisschen vorne rüber.
Dann haben wir hier so... Kommt auch Wasser ins Klo? Ja, natürlich! Kurz mal unsichtbar geworden, die Blöcke. Ich hoffe, es waren wirklich zwei... Ich hoffe, es waren wirklich zwei Blöcke. Autsch. I really hope. So. Wir gehen gucken kurz. Und ich hole neues Essen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es vorne aussah. Und kommt da Treppen dann hin oder nicht? Ist die Frage. Puh. Puh. An den Urmel. Ah, denk an den Urmel. Ich denke an Urmel, yes. Ich denke an Urmel. Urmel ist so ein Süßi. Ich hoffe, Urmel findet ein Zuhause. Aber Urmel war so ein Süßi. Ich glaube, der findet ganz schnell ein Zuhause. Ah. Ein Klone Wasser wäre wie ein Porzellandrachen mit trockenem Mund. Was? Bitte was? Ich guck mal ganz kurz, ob ich nachlegen kann. Kann ich nicht. Belastend. Ich hoffe, ich kann bald nachlegen. Dann hole ich mir was zu fooden und dann... Kantine. Gucke ich kurz, wie das da gebaut wird. Wurde. Von mir. Bald ist Urmel bei Ginger zu. Hä, wo bin ich? Ich habe gar keinen Orientierungssinn. What the fuck? Oh, wieso bin ich so? So, hier und dann hinter. Nein, Leute, ich kann mir jetzt gerade keine weitere Katze holen, selbst wenn ich wollte. Alter, das Lama lebt einfach am Limit. Das lebt gefährlich. X. So. Okay, ja, zwei ist richtig. Da drauf. Zwei hoch. Auch bei dem anderen zwei hoch. Ich pack die einfach nur davor. Okay, okay, okay. Es ist viel einfacher, als ich dachte. Oh, Ginger Higgs. Oh mein Gott, ich habe auch schon drei Katzen. Ja, ich liebe Äugle. Ich liebe Äugle tatsächlich mit einer dritten Katze, aber jetzt gerade eher noch nicht, weil... Ich will mich auch um alle gut kümmern können und ich glaube, das ist gerade einfach besser. Yo, 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 was passiert denn jetzt? Powell! Danke für 20 Euro! Dazwischen kam auch noch eine Donation, da war so viel gerade, so zwei gleichzeitig. Ich habe das nicht gesehen, oh Gott. So, warte, ich muss mich ganz kurz... Ich merke mir das so, das eins vor, die mache ich einfach zu... Dann mache ich einen Block nach vorne und dann tue ich so, als wäre nichts gewesen und mache wieder eine Treppe. Einen normalen Block... Nach hinten, ein Block nach vorne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Weil sie bald 500 Euro ärmer ist. Nein. Oh. Fahrt zwar uns zu umständlich zu farmen. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte das gefarmt. Aber dann fand ich die Idee viel cooler. Wie alles, was ich tue. Ein wunderschönes Höllenklo zu machen. Ist die Musik vorbei? Mach mal weiter hier. Hier wird nicht aufgehört mit der Musik. Hallo? Kann ich vielleicht so ein bisschen Pokémon-Musik, Alter. Die kann ich gerade... Die digge ich gerade. Rein da. Oh Gott, das sieht so menacingly aus. Das sieht so richtig aus, so. Der Thron einfach. Der sieht richtig gruselig aus, fast schon. Ah, ich werde safe mehr Treppen brauchen. Und das macht mir ein bisschen Angst. Safe mehr Treppen. Safe mehr Treppen. Jo, dankeschön! Dankeschön, dankeschön, Leute. Dankeschön, dass ihr das Event unterstützt. 23.600.
Ja. Ich finde die Idee vom Klo auch echt gut. Demnächst baue ich auch eins in Minecraft. Als ob. So. So, ich habe gesagt, einfach ganz normal zwei rauf, ja? Viel einfacher, als ich es mir eigentlich erst ausgemalt hatte. Einfach zwei rauf. Aber beim oberen eins dazu, ja? So. So, ja? Autsch. Theoretisch könnte ich die hier dann wieder wegnehmen. Einstieg brauche ich wieder. So. Dankeschön! Für 20 Euro! Leider sind die Namen teilweise so klein, ich kann die nicht immer lesen. Ich lese aber gleich gerne die Namen immer wieder ab und zu so nach. Packe ich mich immer auf die Spendenseite und dann gucke ich dort. So. Okay, und jetzt war wieder Treppenzeit, ja? Kommen die Treppen hier schon dran? Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Nein, oder? Die Treppen kommen... Kommen eins höher. Oh. Ich muss noch mal gucken gehen. Ich hasse mich. Ich muss noch mal gucken gehen, Chat. Oh. Ich bin so nah und doch so fern. Nein. Da muss ich noch mal laufen. Scheiße. Übrigens, so, Leute, so macht man Content. So macht man Content. Ich habe gesagt, ja, ich will es mir nicht so einfach machen, deswegen packe ich das Klo weit genug weg, dass ich mir Dinge merken muss. Was ist die Folge daraus? Ich laufe die ganze Zeit hin und her. Also der übliche Minecraft-Content, wie ich ihn sonst auch immer mache. Nur jetzt für Charity halt, ne? Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Ich habe das so oft immer früher zu sagen, hier zu hören bekommen. Und dachte immer so, ja, aber ich laufe gerne. Ist mir doch egal. Muss ich mir das nicht merken. Oh. Nein, es ist ein Block noch höher. Oh, es ist ein Block noch höher. Dann eins zurück. Oh, okay, okay. Ein Block höher, eins zurück. Oh. Wo ist das Limit-Lama? Da hinten, dem geht's gut. Der lebt... Aua. Oh, wie es genau dann pinkt, wenn ich erstmal mir mein Bein breche. Dankeschön! Für, ich glaube, 13 Euro. Dankeschön. Macht ihr einen Screen? Nein, 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 das wäre Schummeln. Das wäre Schummeln. Das wäre Schummeln. Du darfst dich ausnahmsweise auch mal verlaufen. Das würden wir diesmal sogar begrüßen. Nee, 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 du. Hallo Mugi, hallo. Oh scheiße, alle schreiben das Schluckending rein. Ist wieder Schluckenzeit? Is it time? Okay Leute, schlucken! Wir haben noch einen langen Tag vor uns. Ich habe noch eine Stunde 18. Ich muss nach dem Klobau... Oh, ich muss nach dem Klobau nochmal richtig fett mich im Burp Brain Quiz anstrengen. Aua, oh, dumm. Oh, einfach dumm. Einfach dumm runterfallen, das kann ich gut. Oh Mann, wieso mache ich denn das dann nochmal? Chat, ich kann das nicht. So. Tada, meine Güte.
So, ich darf jetzt wieder meine Erdstütze benutzen. Ich muss, damit die Treppe bauen kann. Okay, jetzt mal ein bisschen Tempo. Treppe bauen, einen Block nach hinten. Dann bin ich schon fast mit der Schüssel fertig. So schwer ist es doch nicht. Und Treppe again. Bitte diesmal keine Fehler machen. Danke für die Donations. Ich muss gucken. I wanna see. I wanna see. Der Begradiger. Der Begradiger. It's Sven. Für die wunderschönen Schlangen. Danke für 20 Euro, Sven. Dankeschön. Yes, das Tierheim Berlin hat nicht nur 1300 Tiere. Sie haben auch... Und davon halt nicht nur Hunde und Katzen, wie man vielleicht als erstes denkt, sondern die haben super viele Kleintiere und auch Exoten. Also Schlangen, Echsen, alles, was man, denke ich, so im Terrarium halten würde. Vielleicht sogar Spinnen und sowas. Und kümmern sich auch um diese Tiere. Und diese Tiere brauchen ja auch... Wir haben ganz bestimmte Ansprüche. Ich kenne mich da nicht ganz genau aus, aber ich bin mir sehr sicher, dass man ganz bestimmte Gerätschaften in diesen Terrarien haben muss. Irgendwie Wärmelampen und so ein Shit. Damit die überhaupt richtig überleben können und sich wohlfühlen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der, ja, dass das gar nicht mal so günstig ist alles, ne? Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine 20 Euro. Dankeschön. Stell mir gerade vor, wie die Schlangen von dem Spenden ein Plüschtier bekommen und es umklammern und sich freuen. Das ist eine super süße Ansichtsweise, aber ach komm, das Bild finde ich so süß. Das appreciate ich. Was? Begradiger und der Beungradiger. Der Begradiger und der Beungradiger. Ich weiß doch nicht, die Leute machen den Spendenstand ungerade. Musst du ja nicht hustlen, Ginger? Schaffst du das nur jetzt? Hey, ich schaff das! Schnell machen, ja, ich mach doch, ich bin doch dabei! Ich sein hier. Ja, ich... Hände von der Tastatur, Alter, Leute. Was? Hallo, Pazzi. Gehst du jetzt? Nee, ich kann doch hier bleiben. Achso, nein, weil du bist angezogen. Ich war gerade drüben und habe du bist Kaisen geguckt und Kuchen gegessen. War gut. Oh, wie schön! Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Deswegen ist Tom... was wollte ich denn jetzt machen? Kurz stressen. Bitte nicht stressen. Ich will keinen Stress. Du bist angezogen. Ist das bei euch so ungewöhnlich? Ey, ganz ehrlich. Wer ist denn zu Hause... Also wer von euch ist denn zu Hause sonst angezogen? Das macht doch keiner, oder? Also ich bin Streamer. Ich bin immer komplett schön angezogen, ne? Ihr kennt mich. Aber, doch, hä? Warum, wer trägt denn Kleidung zu Hause? Ist ja richtig cringe. What the fuck? Ist ja richtig cringe. Ja. Meine Rede. Ich sag gar nichts mehr dazu. Danke für die Donations. Oh Mann. Arg, denkt an das Tierheim. Gerade Zahlen lassen sich besser verbuchen. Ich kann das nicht. So, und dann war, wie war das hier? Ah, es hat funktioniert. Eins wieder vorne. Eins wieder vor. Und dann sind wir bei der Schüssel. Oh, wir sind sogar noch nicht mal bei einer Stunde. Ich habe eine ganze Stunde dann Zeit für den Klodeckel. Und für den Spülkasten. Oh mein Gott, das werde ich brauchen. Die werde ich brauchen.
Ah, sind die Blöcke richtig gesetzt? Sieht falsch aus. Echt? Ich finde es irgendwie, ich habe das Gefühl, das sieht richtig aus. Ich habe das Gefühl, das sieht gut aus. Vielleicht, das hier ist doch sogar schon, ich glaube, die Erde kommt sogar ganz weg und wird dann auch durch Dings ersetzt, oder? Nein, ist richtig. Ich glaube auch, das ist richtig. Fühlt sich sehr richtig an, zumindest. Wir haben jetzt außerdem zweimal nachgeguckt. Können ja jetzt nicht nochmal nachgucken. Ist das hier nicht schon die Kloschüssel? Das sieht richtig aus wie so ein Kuchen mit der, Dreckschicht dazwischen. Hä? Okay, bevor ich das wegmache, gehe ich doch nochmal gucken und guck's mir dann auch von oben an. Immer dran denken, Ginger, es muss kein schönes Klo sein, nur fertig werden. Das sieht aber doch irgendwie falsch aus. Das hier sieht falsch aus. Müssen da Treppen hin? Oh nein. Oh nein. Okay, die Blöcke oben sind irgendwie falsch. Der oberste Block ist falsch. Irgendwas ist da nicht. Ich glaube auch, da müssen Treppen hin. Das sieht komisch aus. Das sah aber nicht so aus, als wären da Treppen gewesen. Deswegen habe ich keine hingemacht. Ah, Modetoiletten müssen so aussehen. Dann ist das aber eine Modetoilette, die mir Kopfschmerzen bringt. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Oh mein Gott. Puh, du bist 2 hoch, 1 rein, muss aber 3 hoch und 1 zurück. Ich muss hier einmal ganz kurz. Hallöchen. Das habe ich doch hier, das hier habe ich doch so gemacht. Genau so sieht das aus, ne? Hä? Die Ecken sind irgendwie nicht ganz richtig, kann das sein? Das war jetzt nicht so nett, dass ich das gemacht habe. Aber sonst sieht das doch gut aus, oder? Das hier ist richtig. Und dann stimmt auch das hier. Immer die Dreierecken. Dreierecken, Dreierecken. Oha! Hallo Naibaf! Hallo! Schön, dich zu sehen! Oh mein Gott! Hallöchen, du! Die Ecken sind voll und nicht schräg geskippt. Puh! Ich wollte eigentlich auch hier Leitern ranmachen, aber ich merke jetzt, so viele Leitern habe ich gar nicht mit. Hallöchen! Wir sind gerade in einem wunderschönen Spendenstream. Autsch. Wir sind in einem wunderschönen Spendenstream und sammeln Spenden für das Tierheim Berlin!
denn? Das Spendenduell geht weiter. Ich merke es die ganze Zeit nur so im Hintergrund. Ganz ehrlich, ne, wenn ihr euch bekriegt um gerade und ungerade Zahlen und dafür die ganze Zeit spendet und das. Der Begradiger. Und das bedeutet. Oh, das ist eine schöne Zahl. 23.000. Lasst es mal auf eurer Zunge zergehen. 23.669. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. So viel dazu. Belasten. Das war gerade so schön. Das war's. Hä, was bist du denn für einer? Junge. Geh mal dahin, wo du hingehörst. Nämlich weg von hier. Ja, ich war schon immer sehr schlagfertig mit meinen Worten. Ich habe eins zu weit vorne oder so, kann das sein? Wie sieht denn das hier hinten aus? Ich kann hier auf den Baum klettern, praktisch. Die Sonne blendet so! Ich erkenne nichts! Ich habe die Ecken wirklich falsch gemacht. Die müssen ja 1:1 sein. Was ist denn hier, was so ein Geräusch macht? Was war das? Danke für die Donation! So, ich muss das hier... Was macht denn die Hexe da unten? Da, Heck. Och nee, eine Hexe. Was macht die hier? Die hat hier nichts zu suchen. Guck mal, jetzt haben wir hier die Dreierecken. Das ist eigentlich schon richtig. Machen wir das hier nicht. Dann wird das hier einfach zugemacht. Oh Gott, vielleicht brauche ich... Ich glaube, ich krieg wirklich eine ganze Stunde... Guck, hier ist wieder diese Ecke. Das ist richtig. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Genau so, genau so, genau so, genau so, genau so, genau so. So ist gut. Bup, bup. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die Hexe hat sich selber vergiftet. Du musst mal auf den Pott. Das ist nicht mein Problem. Das Klo ist noch nicht fertig. Die soll gehen. Sie möge sich verpissen. Sieht das richtig aus so? Eigentlich ja, ne? So, dann hier auch wieder. Eins hier hin. Eins dahin. Hallo, kannst du die Schaufel bitte nehmen, wenn du sie schon hast? Hallo Felicitas, Hallihallöchen, willkommen zum Light-Up-Spenden-Event. Ich baue ein Klo. Mit schöner, entspannender Musik im Hintergrund. Ich frage mich eigentlich, wie ist das jetzt eigentlich gerade für jemanden zum Zugucken, der sonst sehr häufig Dinge in Minecraft baut? Im Gegensatz zu mir jetzt. Ist das so richtig... Will er sich aus dem Fenster werfen oder geht es noch so? Es tut weh. Ein bisschen Pain. Es geht. Frag doch Mona. Mona hat gemeint, sie ist proud of mich. Und das macht mich glücklich. Ey, jetzt sieht's richtig aus. Leute, wir sind fertig mit der Klo, mit dem Kloteil. Wir müssen jetzt hier noch... den Rest dran bauen. Aber ja, damit sind wir fertig. Oh mein Gott. Die schütteln alle ihre Köpfe. Nein! Oh, ich muss mich kurz strecken.
Noch eine Stunde, zwei Minuten. Du hast noch eine Stunde Zeit. Ich habe genug Zeit, meine Fehler auszubessern, wenn ich sie merke. Oh nein, da ist jetzt ja hier die Hexe am Rumdümpeln. Auf die habe ich gar keinen Bock. Die soll da mal weg. Kommt jetzt zu mir. Ach Mann. Ich habe nichts zum Kämpfen mit. Nein, lass mich. Nee. Kommt da auch Lava rein? Fürs Erste nicht. Das wird nämlich, das ist nämlich voll schwierig. Die Lava so zu platzieren, dass... Habe ich wirklich nichts mehr zum Kämpfen? Hatte ich nicht ein Schwert hier irgendwo? Oh, das ist in der Truhe. Ich bin so dumm. Immer gut vorbereitet und alles ausgeleuchtet. Ja, das sowieso immer. Ja, erwartet doch nichts anderes von mir, oder? Wer erwartet auch was anderes von mir? Ich muss allgemein, glaube ich, einfach mal alle Sticks machen, die ich machen kann. Warte mal, das ist ein 64er Stack. Oh, oh my freaking God. Dankeschön! Für die Donation. Dankeschön. Wow! 25 Euro! Von Rickelmann. Dankeschön, Rickelmann, für 25 Euro. Dankeschön. Seorim, danke für 5 Euro. Jede kleine Spende zählt. Yes, tut sie. Ghost Reapers World, danke für 50 Euro. Oh, dankeschön, dankeschön. Wenn Ginger verliert, muss sie Bauschaum trinken. Nichts und niemand bringt mich dazu, diese Scheiße zu trinken. Nie und nimmer trinke ich Bauschaum. Oh, das können wir uns aber merken als Future-Strafe für Strafrat oder so, wenn wir sowas machen, oder? Bauschaum trinken. Ganz ehrlich, aua, stirb einfach. Ist egal, wenn ich jetzt sterbe. Stirb du bitte einfach. Okay, könnte sein, dass ich sterbe. 32 Sekunden. Heile ich mehr, als ich verbrauche? Ja. Ach so, ist das so eine Vergiftung auf halbem Herz? Okay, ich dachte, das wäre eine andere. Ich dachte, das machen nur diese Spinnen. Du kannst nicht sterben, alles gut. Okay, gut, dann haben wir jetzt das hier aber. Und können... Wunderschön, tollig. Weitermachen. Oh Gott. Das sieht so wild aus, wie so ein Kuchen. Hat irgendwie was Schönes. Hihi. Oh, jetzt habe ich Bock auf Kuchen. So, wie habe ich das gemacht? Hierhin kam der Block, ne? Zwei Stück. Oh, hier ein Block und eins. Zwei. Ist es nicht so? Ist Bauschaum ein Synonym für etwas oder legit Bauschaum? Du musst... Frag einfach mal Marco. Frag Marco mal, was Bauschaum ist. Der Beungradiger. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Das Kuchen sieht nach Toilette aus. Oh nein. Nein. Boah, ganz ehrlich, die Musik... Nee, das ist richtig. Die Musik klingt mir irgendwie viel zu ruhig. Kann ich nicht so einfach Zelda Wind Waker Musik anmachen? Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Zelda Wind Waker Musik komme.
Oh ja, das ist doch der, das ist der Vibe. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und ihr denkt euch jetzt so, Ginger, hör auf und bau weiter. Und ich denk so, oh yeah, that's my jam. Okay, das ist nicht mehr ganz so, aber passt schon. Okay. Ich war das erste Mal auch so verwirrt, als Marco davon geredet hat, Bauschaum zu trinken. Ja, die Olle! Das ist ekelhaft, das ist disgusting. Die mixt einfach irgendwas zusammen, bis es dann so eine Masse ergibt, die richtig fest wird. Kennt ihr das, wenn ihr so ein, wenn ihr Ei kocht und dann platzt, ihr wollt so ein Frühstücksei kochen und dann platzt aber so das Ei auf und dann im Wasser kocht das Eiweiß natürlich. Dann wird das so fest und dann schwimmt das so im Kochtopf rum. Immer wieder ein Lecker. Sieht immer richtig, 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 richtig toll aus. Mmh, appetitlich. Das ist ihr Bauschaum. Was ist diese Musik? Das ist die Top 50 Wind Waker Songs. Mann, ey, ich dachte, das wird jetzt voll cozy. Man. Ich muss mir mal so eine Playlist mit Upbeat-Musik machen. Sowas wie die Beatle-Musik war doch gerade voll gut. Man. Boss Battle ist doch cozy. Ja, richtig. Absolut. Es ist Nacht. Ach du Scheiße. Lanya Lavino, danke für den Raid! Dankeschön! Dankeschön, 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 Dankeschön! Dankeschön! Spiel ein bisschen Rockmusik, wenn du was findest, das copyright-free ist. Oh mein Gott, danke schön, danke für den Raid. Wir sind gerade im Light Up Spenden-Event, im Charity-Event von Light Up, von uns, von Leitmotiv. Und wir sammeln Spenden für das Tierheim Berlin und wir sind jetzt, wir gehen jetzt beide auf die 24.000 zu. Und die, vor allem, haben wir nicht angefangen mit, haben wir nicht bei 21.000? When did this happen? When? Why? Nur ein Raid. Voll nice, ist doch toll. Dankeschön. So, das macht's bestimmt. Wenn ich mir das hier so vorbereite, nimmt mir das bestimmt Arbeit ab. Ich wollte gerade die Kartoffel daran bappen. Toll. So. 1, 2. Sollte ich dahinter nicht schon den Boden machen? Für... Den Boden machen für... Für das Klo-Dingens? Oh, kann ich mir das so merken, dass ich das so bauen muss? Scheint sinnvoll. Ich muss mir vor allem auch merken, wie viele Blöcke ich das hier hochgebaut habe. Ihr habt mal gesagt, ich kann das genauso viele Blöcke hochmachen, wie mein Dings breit ist, aber das kann ich mir einfach nicht merken. Ich bin einfach zu doof dafür. Ich bin einfach zu einfach Tetris-Stück merken. Stimmt! Sieht ein bisschen aus wie so ein Tetris-Stück. You're right. Oh, ich versuch's mal so. Try it like something like this. Das ist doch ein Notizblock, oder? Oh, stimmt. Ich könnte mir so Notizen machen, wie viele Blöcke irgendwas groß ist. Und ein Block hier hinter. Fängt das Teil an und bis wohin geht das? Bis ein Block hier drüber. Ein Block über die Schüssel. Zwei Blöcke breit.
3 Blöcke breit, ich bin dumm. 3 Blöcke breit. Das hier ist 2 Blöcke breit. So, dann das hier. 1, 2, 3. Alles hier zwischen 1, 2, dann 1, 2, 3. Ich versuch's erstmal so und schau mal, wie viel ich mir davon dann gemerkt habe. Ah, 51 Minuten. Oh, ich dachte kurz, ich sehe beim Spendencounter 23 Millionen. What the heck? Oh, wer auch immer den Spendencounter gerade gemacht hat, vielen, vielen lieben Dank. Mm. Oh. Die Leiterin des Heims hat auf der Bühne geweint. Oh, ey, ganz ehrlich, ich musste auch gestern so krass weinen. Boah, gestern der Stream, der hat mich emotional einfach anders gebrochen. Wie schaut's aus, Leute? Schafft Ginger es? Könnte sein. Es sieht nicht schlecht aus, aber je nachdem, wie gut ich mich jetzt schlage, ne? Langsam bin ich unsicher, ob Ginger es noch schafft. Hä? Wieso das denn? Aber ich schlag mich doch gar nicht so schlecht, ja? Was? Oh, hä, was denn? Ich tippe drauf, dass 24k zusammenkommen kann. Doch, das glaube ich schon. Vor allem der Stream geht ja noch. Wir streamen ja noch bis, warum ist diese Treppe da einzeln? Das macht keinen Sinn. Bis 23 Uhr, glaube ich, ungefähr. So, 1, 2. Und das vielleicht so... So ein Tetris-Stück. Dann wieder eins nach hinten, ne? Du streamst noch bis 23 Uhr heute? Nee, aber das Event läuft bis 23 Uhr. To be honest, ich bin halt trotzdem gleich bei Mona dabei. Also nach diesem Stream geht es direkt auf Monas Channel weiter, aber halt nicht auf meinem Channel. Dun, 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 dun. 22.30 Uhr. Ah, okay. 22.30 Uhr. Ich bin die ganze Zeit die Zeiten am vergessen. Zum Glück gibt es den Plan. Welchen Command haben wir dafür? Ausrufezeichen Zeitplan oder Ausrufezeichen Plan oder sowas? Genau, heute Abend ist noch VR-Chat. So, haben wir hier so ein Tetris-Stück. Oh Gott. Und da habe ich hier gesagt... Ist das auch hier direkt so? Danke für die Donations. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wie im Plan steht bis 15 Uhr. Warte, was? Yes, dieses Segment geht bis 15 Uhr. Wir haben nicht vergessen, wir haben auch noch Giveaways. Giveaways. Ein Giveaway am Ende des Streams. Obwohl, das Teil hier ist wahrscheinlich gar nicht so unpraktisch. Und dann habe ich gesagt, will ich das hier auch noch hinbauen. Und das ist... mit einem Block Abstand hier. Aber geht halt bis... eins hier rauf. Hier raus, habe ich gesagt, ne? Und dann ist 3 Blöcke breit. Beim letzten Mal... Scheiße. Ah, Mausrad. Beim letzten Mal habe ich keine Base gebaut, sondern einfach so mittendrin gebaut. Und das war, glaube ich, dumm. Wenn wir jetzt so richtig schön Bases bauen, kann ich einfach auf diesen, so mindlessly auf diese Bases drauf bauen, wenn das Sinn macht. Ihr wisst, was ich meine? Und dann geht es vielleicht jetzt, geht's ein bisschen schneller. Bei welchen Streams machst du heute noch mit? Ich mache bei Mona Stream mit. Der ist direkt nach meinem Stream. Da gehe ich immer ganz kurz scheißen und dann bin ich direkt bei Mona wieder. dann mache ich für Geo gestern eine kurze Pause. Und dann bin ich im letzten Segment bei VR-Chat wieder dabei. Yep, yep, yep. Also ich bin heute fast den ganzen Tag dabei. Ich war in Finns
Programm heute nicht da und ich bin dann bei Niami bei Geo gestern nicht da. Ist vielleicht auch besser so, ich bin so scheiße. GeoGuessr kann man mit mir echt nicht spielen. Aber was soll ich denn sagen, Alter, Leute? Ich bin Streamer, ich habe nie das Haus verlassen. Woher soll ich das auch wissen? Leitmotiv Yarchat, ich mach schon mal den Sekt auf. Das wird richtig toll, vor allem weil ich weiß, dass... Vor allem weil Luni das anleitet. Luni ist immer so eine richtige Stimmungskanone. Luni ist einfach... Luni ist einfach toll. So, wir könnten halt eigentlich schon mindlessly das Klo-Ding hochbauen, aber das machen wir mal noch nicht. Oder? Oh Gott, mir gehen die Blöcke aus. Oh, das sieht aber gut aus, oder? This looks good. Das sieht gut aus, das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh mein Gott, ich habe mir einen kleinen Berliner mitgebracht. Wieso esse ich den nicht? Oh, 46 Minuten. Okay, vielleicht sollte ich... Ich esse gleich ein bisschen Berliner, so, dann... Naja, doch auch. Trotzdem spielt sie GeoGuessr. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir alle sind richtig scheiße. Bei GeoGuessr. Ich glaube, das wird für uns alle... Also, würde für uns alle richtig peinlich werden. Ich habe mich mal ganz... ich habe mich mal rausgesneakt, gesagt, hey, ich brauche eine kurze Pause nach dem Burp Brain Quiz. Oh, das wird so cool auch. Aber da werde ich auch so verkacken. Da werde ich auch so verkacken. So. Ein paar Blöckelchen habe ich. Ich finde das so süß, dass du sie Berliner nennst. Oh nein. Sie heißen ja auch Berliner. Noted. Ich esse jetzt... Mona, was würdest du sagen? Du weißt doch, wie klug ich so bin. Denkst du, siehst du mich bei diesem Quiz? Denkst du, ich räume da richtig ab? Oder was denkst du so dazu? Nein. Alex, dich hat niemand nach deiner Meinung gefragt. Leute, das war's. Puh, hiernach haben wir keine Blöcke mehr. Ob das wohl reichen wird? Oh. Ich habe die meisten Fragen ausgesucht. Ach du Scheiße. Mona, warum machst du sowas? Das Oberthema ist Nerd, aber ich bin kein guter Nerd. Stell mir Fragen über Gesangstechniken, Alter. Dann mache ich euch alle fertig. Obwohl, da habe ich auch eigentlich vieles nur... Ich habe eine ganze Menge Halbwissen. Aber richtig viel davon. Ich meine, honestly, da hast du mehr Chancen als beim Thema Schule. Wir reden nicht über Schule. Okay. Ach, das ist 3 hoch. Ich habe ja jetzt das hier, glaube ich. Und das ist... Dann packe ich hier noch so ein Viereck dran. 1, 2, 3, 4. 4 von hier. Oddly Specific Sing-Wissen zählt doch auch zur Kategorie Nerd, von daher. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube nicht, dass irgendwie sowas da drin ist. I don't think so. Alter, Team Pfannkuchen. Nein, ich habe was losgetreten! Das wollte ich nicht! Nacho Fabi, Dankeschön für 20 Euro. Hidetoshi, danke für 30 Euro. Und Team Pfannkuchen hat auch mitgespendet. Großartig. Nee. Nein. Warum ist die Toilette rot? Es ist ein Höllenklo. Okay.
Das hier sind 4 und das hier sind 1, 2. Wahrscheinlich, ich kann das nicht zählen. Ich muss mir das notieren. Ich merke mir das doch sonst nicht. Und wenn ich das habe, dann geht's ganz schnell. Ich muss es. Upsi, ich muss es nur wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 14 Blöcke. Den Rest kriege ich auch aus dem Kopf hin. Ich bin klug. Chat, unterschätzt mich nicht, ich bin wirklich klug. Oh nein, oh nein. Team Berliner hat auch donated. Was habe ich losgetreten? Team Berliner hat 10 Euro donated. Dankeschön, Team Berliner. Ganz ehrlich, Team Berliner ist mir sowieso sympathischer. Nicht nur direkt 10 Euro gespendet, ne, statt 5, sondern auch noch Team Berliner. Team Berliner sind, also... Wer würde das auch anders nennen? Ist ja disgusting. It's your fault. Eile mit Weile, bei Hektik machst du nur Fehler. Ja, ich weiß. Deswegen muss ich das auch gerade, muss ich so gechillt sein. Obwohl ich nur noch 40 Minuten habe. Ich muss vor allem überlegen, was ich mache, wenn ich keine Blöcke mehr habe. Das wird schwierig. Klug ohne Klugbrille, ich bezweifle das. Oh Leute. Oh, dieses Klo ist so mächtig. Das ist so mächtig. Ich glaube, Lini verzweifelt gerade. Ach was. Ach was. Bitte sag, ich kann hier schlafen, ohne wegexplodieren, weggebombt zu werden. Oh mein Gott, es hat funktioniert. €20 von Team Berliner. Team Berliner wird mir immer sympathischer. Leute, ihr wisst Bescheid. Boah, mein Berliner schmeckt aber auch richtig gut. Der ist echt lecker. Boah. Mein Berliner ist wirklich lecker. Warte mal, was? Warte, was, Leute? Nein, 30 von Team Krapfen. Team Krapfen betritt das Schlachtfeld. Nein. Oh Mann. So, das hier war 1, 2, 3. Spendenkrieg. Team Krapfen betritt das Schlachtfeld. Was für Kreppel, Alter. Ich geb dir gleich Kreppel. Scheiße, aber wo fangen die an, ist die Frage. Oh, verdammt. The new challenger has arrived. Die Musik passt auch richtig gut dazu. Gerade. Einfach random. Wo ist Team Pfannkuchen? Kommen aus der Pfanne. Ja. Einfach ja. 1, 2, 3, 4. Aber der hier ist, glaube ich, zu viel. Oh ja, so ist richtig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier. Oh Leute, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Die Musik ist so leise jetzt gerade. Jetzt läuft wahrscheinlich irgendwie so eine Minimusik. Ich will keine Minimusik. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mit an dem Talk schuld. Ach was.
So, die Frage ist, ab wo kommen denn jetzt die Blöcke? Oh nein, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich dachte, ich hätte es mir gemerkt. Ginger, es tut mir leid. Du hast zum Spenden motiviert. Ja. Deine Probleme hätte ich gern mal. Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Was? 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 Nennt wie ihr wollt, auch wenn Berliner richtig ist. Danke für 10 Euro. Dankeschön. Ja, es waren 14, aber wo kommen die hin? Und ab wo? Wird ein Dritter noch darüber gesetzt? Gibt's noch einen Dritten? So, und dann geht's los. Ab hier? Doch, ich glaube ja. Schau nochmal nach. Nein, ich mach das jetzt und guck dann, ob es richtig ist. Okay, dann fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ihr habt 13? Weil ich den ersten Block nicht mitgezählt habe. Team Pfannkuchen! 25 Euro von Team Pfannkuchen! Leute, wir gehen auf 24k langsam los. Yo! Sieht das richtig aus? Das ist richtig. Das ist safe richtig. Das ist safe richtig. Safe. Marmeladendöner? Nee, 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 nee. We don't do that here. Nein. Warte, dann fangen wir mal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bitte nicht sterben. War die Hochbrille, by the way, auch in der Vorlage 2D? Ja. Yes. Muss sie, weil dann kommt die Wand dahinter. Das habe ich beim Schnellbauversuch vergessen und dann irgendwie in der Eile irgendwie improvisiert dann. Aua, ich tue mir die ganze Zeit weh. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Chat. Ich habe das richtig gemacht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Was? Fucking K! Oh, mir ist schwindelig. Oh, ich habe so... Ich hab so krass genießt. Ich bin noch knapp eine halbe Stunde. Ich bin weiter optimistisch. Dankeschön. Für deinen Optimismus. Oh, danke für die ganzen Donations. Hä? 50 von Ari!
danke schön. 24k, wir sind fast... Das gibt es nicht. Ah. Oh. Ich werde nach dem Segment kurz zu Meckes fahren. Das klingt doch gut. Das klingt gut. Gönn dir was. Oh mein Gott. Vorhin waren das 21. Was ist denn falsch mit euch? Ihr seid des Wahnsinns. Und da werden die letzten Hirnzellen rausgenossen. Wird wohl nichts mit Bird Brain Quiz. Ach was, doch. Scheiße, ich muss das zählen. Warte, warte, Leute. Das ist Zeit, die müssen wir uns nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. War richtig so, ne? Was ist falsch mit uns? Wieso haben wir noch keine 30k? Leute, ich bin davon ausgegangen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich... Oh Mann. Oh Mann, ey. So, wie mache ich denn jetzt aber den Schwung hier? Wie sieht denn das hier oben aus? Oh, scheiße. Wenn ich das hier fertig machen würde, wäre es so schnell. Dann mal zieh schnell die Wand hoch und dann sind wir richtig gut dabei. Muss nur... Schöne Aussicht. Ja, ne? Sieht irgendwie voll klein aus mit meinen Chunks. Guck mal, da hinten ist so ein Turm. Oh mein Gott. Oh, Juno muss immer noch lernen, dass in Bezug auf die Community ihre Erwartung mindestens mal 2 genommen werden muss. Das, ich kann das nicht. Denk dran, es sind nur noch 30 Minuten. Ich hab's gesehen, wir sind jetzt sogar noch unter 30 Minuten. Aber wichtiger als daran zu denken, dass es nur noch so wenig Zeit ist. Nee, das sieht nicht richtig aus. Ist, mich zu konzentrieren und das einfach richtig zu machen. Scheiße, der Block hat sich verabschiedet. Es sind doch 3, oder? Ist es nicht so? Okay, bevor ich weitermache und mich dann vielleicht ärgere, lasse ich das... Oh, erstmal fast sterben. Lasse ich das erstmal so. Und gehe doch nochmal kurz gucken. Dann mache ich mir auch direkt Notizen nochmal für den Spülkasten. Aber wie sieht denn das aus? Ich glaube, der dritte ist zu viel, ne? Ja, ich muss Fackeln setzen, stimmt. Weil sonst nachher spawnen hier auf dem Klo einfach Creeper. Ha! Oh! Ein Football-Tor. Oh, ich hätte voll gerne noch einen zweiten Berliner. Man. Kannst ja eine Pause machen, alles für die Tiere. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ich gehe gucken. Ich gehe kurz gucken. Pause für die Tiere. Aber wisst ihr was? So ein bisschen Füße hochlegen. Hätte schon was jetzt, ne? Für die Tiere. Bisschen die Füße hochlegen. Oh mein Gott, wie sieht's hier aus? Nee, nee, schön konzentrieren. Ja, ja, ich versuche mein Bestes. 50 Euro, eine anonyme Spende, Dankeschön! Wer auch immer
du bist, danke schön. Nein. Das gibt es nicht. Ihr seid einfach wahnsinnig. Ihr seid wirklich einfach wahnsinnig. Du könntest einen halbstündigen Monolog über deine Faszination von Toiletten halten. Boah, langsam habe ich das Gefühl, ne, wenn ich das mit den Toiletten noch weiter so aufziehe, dann kann mich wirklich irgendwann keiner mehr ernst nehmen. Also nicht, dass mich vorher schon jemand irgendwie ernst genommen hätte, aber das wird... Es wird nicht besser, sage ich mal so. Hä, das sieht richtig aus. Das, ich glaube, so wie ich das gemacht habe, war richtig. Drei in die Länge. Dann so ein Vierer. Nee, ich merke mir das anders. Scheiße, ich habe keine Erde mehr hier. Fuck. Den dritten hoch. Und dann... Und dann eins. Ist das anstrengend. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist ja egal, wenn ich auf der anderen Seite genau dasselbe mache, dann gibt sich die Zahl ja schon. Okay, und wie ist das jetzt mit dem Kloteil? Wie viel größer ist das? Ich glaube, ich baue es einfach nur ein bisschen größer. Ich habe die Base jetzt gemacht. Ich kann bei dem Spülkasten nichts mehr falsch machen. Das Einzige, was jetzt mir einen Strich durch die Rechnung machen könnte, sind die Blöcke, die nicht reichen. Okay. Ich glaube wirklich 25 Minuten... Voll fein, die Zeit. Ja, wenn die Blöcke halt in der Zeit nicht mehr fertig werden. Beziehungsweise ich halt nicht genug Blöcke habe in der Zeit. Es kann sein, dass ich zwischendurch einfach Blöcke farmen muss. Wie siehst du aus? Guck mal, der macht schon mal nicht mehr weiter. Das ist nicht gut. Bitte, mach weiter. Ich brauche mehr. Mehr. Wieso muss ich eigentlich alles immer, ausnahmslos immer so spannend machen? Puh. Und ich frage noch, ob wir genug Blöcke haben. Ich weiß doch auch nicht. Diese bedrohliche Monstermusik jetzt gerade auch noch. Das macht's nicht besser. So, ich... Hier nochmal ein 64er Block. Die Treppen brauche ich gerade ja nicht mehr. Danke für die Donation! Wow! Nike Zero? Ist das richtig? Danke für 50 Euro. Dankeschön. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Okay, alles richtig. Ich hätte mir mehr Erde mitnehmen sollen. Ich brauche meinen Dreck. So. Mein Dreck. So, 1, 2, 3. Und dann wird rübergepackt. Eigentlich easy. Hallo Ginger, was baust du da? Was ganz Wundervolles. Für den guten Zweck. Was ganz, ganz Tolles für den guten Zweck.
Oh, erstmal runterfallen. Okay. Oh Mann, ey. Direkt hier 3 Sub hinterher. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Spielt die Ginger wieder mit Dreck rum. Ey, was soll denn das jetzt heißen? Was soll denn das heißen? So, 21 Minuten. Warum geht die Zeit so schnell rum? Warum geht die Zeit so schnell rum? Warte, wie viele Blöcke waren das hier? Immer einen höher, ne? So. Oh mein Gott, ist das fertig? Ist das richtig so? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chat. Mal gucken, sterbe ich jetzt? Na, geht noch. Sieht das richtig aus? Bitte, 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 bitte. Oh. Vielleicht erkenne ich es auch gerade wegen der Sonne nicht. Aber... Ist dein Block zu viel? Die inneren Ecken noch. Ein Block zu wenig. Ein Block zu wenig. Ich hole mir Erde. Ich hole mir Erde. Schneller! Schneller! Ich habe ja sogar noch Erde hier drin. Oh. Ich dachte erst, die Ecken sind zu dick oder zu, aber das... Oh. Will, dass du gewinnst, mach schneller bitte. Ja, aber wenn ich auch... Die Sache ist, es wird auch ein bisschen schwierig mit den Blöcken. Ich darf nicht nur schneller sein, das muss ja auch erst... Also ich muss es ja auch richtig machen. Und die Blöcke brauchen sowieso Zeit. Bis sie fertig sind. Die Musik, ja, es ist gerade so diese, irgendwie sind wir gerade in der Wind Waker Bossfight Musik angekommen, wo ich eigentlich gar nicht unbedingt hin wollte, aber... Ja, jetzt sieht's richtig aus! Ja! Aber das passt gerade anders irgendwie. So bedrohlich. Oh. So bedrohlich. Oh, ich muss niesen wieder. Was ist denn los? So, bitte den Dreck hier weg. Puh. So, was wir jetzt machen werden. Was ganz Tolles. Und zwar nur noch auffüllen. Wir müssen nur noch auffüllen. Spülkasten und wir sind fertig, ja. We did everything. Nur noch auffüllen. Nur noch auffüllen. Es kann sein, dass wir... Vielleicht müssen wir sogar in den... In den Nether und neue Ziegel holen. Neue Blöcke holen zum Schmelzen. Aber wie schnell schmelzen die dann? Jemand Ginger mal anpusten oder mit einem Schneeball runterschießen. What the fuck, Alter? Was soll denn das jetzt? Autsch. Oh, my leg. Oh mein Gott, Ginger, schnell. Ja, wieso denn? Ich sehe doch, sieht doch gut aus. Oh mein Gott, das ist perfekt. Z, die können nichts sagen, oder? Das ist perfekt geworden. Ja. Minuten und nicht genug Blöcke für den
Kasten hinten. Der Spülkasten fehlt. Oh, Hachi hat mir einen 5 Euro donated. Viele kleine Spenden, um Ginger abzulenken, hat 1 Euro donated. Nike Zero hat 50 Euro donated. Und nochmal Team Krapfen! Und Nutella ohne Butter. Jeder weiß, also ich verstehe nicht, wie man so geschmacksorientiert sein kann, ja? Ich verstehe es nicht. Nein, nein, also wenn, dann immer doch Nutella mit. Nutella mit Butter. Ja, Leute, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe keine Blöcke mehr für den Spülkasten. Ich habe keine fucking Blöcke mehr für den Spülkasten. Ich habe keine Blöcke mehr. Oh, fuck! Oh, nee! Oh. Ich hab meine ganze... Ich hab meinen ganzen Oberkörper mit Tee beschüttet. Oh! Oh, verdammt. Ach, scheiße. Und damit streame ich jetzt den ganzen Tag noch. scheiße. So, wir gucken mal ganz kurz, was die Blöcke machen. Und vielleicht muss ich jetzt mal ganz kurz neue Blöcke holen. Ich hole mir mal Gold. Erstmal duschen gehen und umziehen. Ne, ich bleib einfach hier sitzen, Leute. Euer stinky Streamer. Einfach mit Tee bekippt. Nein, ihr sagt das alle nur, weil ihr jetzt... Oh mein Gott, jetzt kommen die Donations wieder rein. Was habe ich jetzt? Nein, 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 I did it again. Oops, I did it again. Hashtag Nutella ohne Butter, 5 Euro. Nochmal ein Hachi. Was? Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich habe noch gar nicht genießt. Nutella mit und ohne Butter. Okay, das akzeptiere ich. Hört auf. Wie hole ich, wie ziehe ich die an? Ah. Dass die Challenge wegen zu wenig Blöcken scheitert, ist schon unbefriedigend. Wir werden uns jetzt gleich vor den Herd setzen und einfach zugucken. Einfach zugucken, wie das brät. Mhm. That is content, Leute. Warum gucken mir 1400 Leute dabei zu? Ich kann das nicht! Oh, Leute, ich kann das nicht. Und 24.200. Ja. Ah, ihr seid einfach anders insane. Du willst ernsthaft in den Nether? Geh doch zu Mona. Aber das waren doch alle Blöcke von Mona, Leute. Ich habe doch jetzt von Mona alle Blöcke. Also Mona hat alles, was sie hatte, doch schon hier reingepackt, oder nicht? Nein? Nein? Aha, hat sie nicht? Oh, zwei 64er Blöcke sind noch hier. Amazing. Da ist noch eine Doppelkiste. Mona, darf ich mich bedienen oder nicht? Du hast die Entscheidung. Du darfst entscheiden. Nimm dir! Mona, die Ehrenfrau! Mona! Mona! Mona hat gesagt, ja, ich darf. Mona darf das sagen. Mona hat nicht mitgewettet, ja? Just saying. Just saying. Okay, aber die müssen halt immer noch geschmolzen werden, ne? Ich pack die auch bei mir in den Ofen. Ich schmelze einfach mit all meinen Öfen gleichzeitig. Ha, damit wir schnell Blöcke kriegen. So, ich muss wieder durch Monas geheimen Geheimgang, der mittlerweile irgendwie schon gar nicht mehr so geheim ist. Mach es für die Tiere. Oh, Leute. Oh, Mona, du bist so ein Schatz. Mona einfach Sponsor des Streams. Sponsor an Dingsblöcken. Oh nein, der Beungradiger war wieder am Werk. Oh Mann, ey. Warte mal. Waren die nicht hier? Hier ist Holz. Oh, das ist so toll mit den Bildchen, wie du das gemacht hast, Mona.
Warte mal, ich darf mich jetzt gerade nicht ablenken lassen, ne? auf der anderen Seite? Warte, jetzt ist die Frage, was meinst du mit auf der anderen Seite hier? Oder mit auf der anderen Seite, ganz auf der anderen Seite? Ah, okay. Oh! Mona, ich wusste ja nicht. Ich glaube, sehr viel mehr als das brauche ich auch gar nicht, oder? Für das Bauprojekt. Yo, what the heck? Mehr als genug, ja. Mehr als genug. Okay, ich packe die jetzt in den Schmelzer und nehme mir welche mit und schmelze die in meinen eigenen Öfen. Mona, so, mach leer, dann habe ich wieder Platz. 11 Minuten! Ach du Scheiße. Ich dachte, wir haben noch 20 Minuten. Wann waren es denn nur noch 11 Minuten? Ich kann das nicht. Wann war ich denn so langsam? Warte mal, Moment. Ich erinnere mich nicht daran, ich jetzt. Danke für die Donations. Vielen, vielen lieben Dank. Kann ich hier neu nehmen? Nein. 18 Ziegel. 18 Ziegel. Im Lager habe ich getrödelt. Nein, habe ich nicht. 10 Minuten. Wenn du es jetzt noch schaffst, spende ich nochmal. Ja, cool. Das sagst du auch nur, weil es so unwahrscheinlich ist, dass ich es jetzt noch schaffe. Oh nein, jetzt ist die Musik auch noch aus. Das macht mich alles nervös. Habe ich überhaupt Kohle, um zum Brennen? Chad, ich habe nichts zum Brennen! Doch, oh mein Gott. Panik! Panik. Panik. Vierundsechzig. Guck mal, daraus kann ich doch schon. 37 Blöcke machen. Oh Gott. Wenn du es nicht schaffst, darf ich dann heulen? Ja. Das reicht bestimmt schon fast aus. Ich bezweifle das. So, einmal ganz kurz. 6,66 € die Kohle. Ich kann nicht mehr. Ja, Leute. Ich kann die weiter brennen lassen, aber das ist halt... Mit 45 Blöcken kann ich nicht so viel machen. Los, Bimba, nicht aufgeben, du schaffst das. Wie? How should I? Die Musik gerade, ja, ne? Das ist jetzt Bosskampf. Vor allem... Welcher Bosskampf ist denn das? Oh. Kann zumindest die Ränder hier hochziehen. I mean, das Ding innen ist ja hohl. Oh, eine Wand haben wir damit fast. Ich glaube, ich brauche so vielleicht zwei 64er Blöcke. Dann sind wir schon ganz gut. Oh mein Gott, danke schön für eure Donations. Danke, dass ihr für das Tierheim Berlin spendet. Vielen, vielen lieben Dank. Nicht vergessen, ich mühe mich gerade hier aus einem Grund ab. Ich mühe mich ab, weil wir hier
weil wir hier im Light-Up-Event Spenden für das Tierheim Berlin sammeln. Das Tierheim Berlin, das finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Die haben fast 1300 Tiere, die sie versorgen und freuen sich über jede Unterstützung, die sie kriegen können. Schade, ich dachte, dass vielleicht noch ein Lava-Eimer hätte ja sein. Oh, fuck. Ah, und das brennt nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und die Spenden, die jetzt den Spendenstand, den ihr seht, der geht an das Tierheim Berlin. An alle möglichen Tiere, Kleintiere, Katzen, Hunde, exotische Tiere. Sie haben anscheinend sogar Affen da. Tauben. Oh my freak. Ich warte. Oh scheiße, es ist 2 Stunden. Ich kann gerne gleich einen Schluck nehmen. 5 Minuten, Leute. Das ist so belastend. Kurz schlucken. Speed-Schluck. Schlucken, schlucken, schlucken. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Das ist mal wieder so krass. Mein Glück oder mein Pech, wie man es sehen will. Warte mal, da brennt gleich nichts mehr. 5, 5, 5, 1. Nehmen wir eins hier. Eins hier. So. 2,64er at least. Hey, guck mal. Ach du Scheiße. 36 Blöcke! Nein! 36 Blöcke. That's not enough. Das ist nicht genug. Nein! Was machst du denn jetzt hier, du Wichser? Geh weg, such dir andere Hobbys. Ich habe gerade andere Probleme als dich. Oh, und auch dich nicht. Ich muss jetzt bauen. Nein! Ich muss bauen! Du hättest vom Mona noch Kohle holen sollen. Nein, 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 nein. Warum regnet es jetzt? Nein! Nein! Danke für die Donation! Drei Minuten, 4 Minuten. Oh mein Gott, aber das ist gar nicht so schlecht! Vom Regen in die Traufe. Wortwörtlich. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ganz schlecht hier. Bitte jetzt nicht sterben. Bitte jetzt nicht sterben. Dann spawne ich einfach mitten im Müll irgendwo wieder. Oh. Das wird knapp, Leute. 3 Minuten. Das gibt es nicht. Wurdest du Enten-Ginger von einem Skelett in der Nacht erschossen? Thanks. Thank God, no. Drei Minuten! Wir schaffen die Rückwand nicht. Selbst wenn ich oben das zuziehe, das sind nicht genug Blöcke, um die Rückwand fertig zu machen. Nein! Hättest du genug Blöcke gehabt, hätte ich es geschafft. Ja, ist so ärgerlich. Nein! Noch nie was so Spannendes gesehen. Dann diese fucking Zelda-Musik im Hintergrund. Oh. Please. Oh mein Gott, Lava. Oh mein Gott, Lava. Ich glaube, die kommt jetzt ein bisschen zu spät. Eigentlich kommt sie ein bisschen zu spät. Uff. Oh.
Das ist zu spannend. Ich kann das nicht mehr. Ich auch nicht! Rückwände sind eh überbewertet. Dann sieht das immer halt dieses Loch da drin. Oh mein Gott, das Klo sieht so mighty aus. Oh Gott. Nimm Lava von Finn? Nein. Na, na, na. Guck mal, der Bosskampf ist geschafft. Hilfe. 27. Nein, nicht die Lava von Haus, Mann. Eine Minute. Mit den paar Blöcken hier. Gar nichts passiert mit den paar Blöcken in einer Minute. 31 Blöcke. Damit kann ich vielleicht das oben zumachen, Leute. Ich schaff das nicht. Damit kriege ich vielleicht das Teil da oben zu, aber das war's. Ein Sieg für die Tiere, eine Niederlage für Ginger. Nein! Nee, ich habe gar keine Ziege mehr, Leute. I don't have any Ziegels. Ich komme da nicht mal mehr hoch in der Zeit. Ja, ich muss hier das hier zumachen. Ich hätte das hier eh noch zugemacht, also. Naja, Leute, das... Alles belastend. Belastend! Oh, oh, the misery. Ah, 20 Sekunden, Leute, das ist nichts. Das ist nichts, ich hoffe das nicht. Oh, oh, the misery. Ah. Nein, Ende. Nein, es haben so viele an mich geglaubt. Es waren so viele Punkte in ja, easy. Rippt in das Kontostand. Scheiße! Oh fuck, Finn hat gerade was geschrieben, aber ich habe es nicht gesehen. Oh! Immer glaubt man an Ginger und wird enttäuscht. Was? Ich habe das mit Vorlagen in einer Stunde geschafft. Das ist auch perfekt geworden. Wir hätten das perfekt geschafft mit den Materialien. Da wäre ich in vor 20 Minuten schon fertig gewesen. Ach du Scheiße. Oh, hätte ich das auch gesehen, dass die Materialien nicht reichen, hätte ich auch vorher einfach welche eingebrannt. Das hätte ich auch schon machen können nebenbei. Ja, Leute, das Tierheim freut sich über die 500 Euro. Ich werde die... Ich guck mal, ob ich die gleich im Wechsel zum Bird Brain Quiz spenden kann. Weil ich musste ja ein bisschen was ausfüllen und so. Jetzt gerade, jetzt sofort nicht. Ich glaube, ich mache das im Bird Brain Quiz. Am Anfang noch, wenn ich das schaffe schnell. Und dann könnt ihr meine Donation dann sehen. Denk an die Verlosung, genau, die müssen wir jetzt machen. Leute, trotzdem war das unfassbar Hype. Wir haben einfach das geilste Höllenklo ever hier hingebaut. Ich finde das so toll. Das wird uns immer an Light Up und dieses Charity-Event erinnern. Und das macht mich einfach glücklich. Das immer wieder... Wenn wir Minecraft-Frühstück-Streams machen und Leute fragen, Ginger, was ist dieses gigantische Klo an deiner Basis, dann kann ich sagen, ja, das kommt aus dem Light-Up-Spenden-Event, als wir über 24.000 Euro für das Tierheim Berlin gesammelt haben. Wenn nicht sogar viel mehr bis heute Abend noch. Aber jetzt an der Stelle... Oh, wird das am Sonntagstream noch fertig gebaut? Ja, safe. Und dann können wir auch den Kloteppich dazu bauen, wie ihr das wolltet. So, wir müssen
Oder was heißt wir müssen? Ich habe jetzt nämlich noch was für euch. Wie am Anfang angekündigt, werden wir jetzt noch eine kleine Verlosung machen. Und ihr wisst ganz genau, was es gibt. Na, ihr wart ja gestern schon dabei, oder? Oder, oder? Guckt mal her. Guckt mal her! Warte, der Timer kann weg. Ja. Guckt mal her, was ich hier habe. Ohohoho. So, die Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, Leute. Ihr... Der Kloteppich. 2.0 wird Realität. Und heute könnt ihr einen gewinnen, ja? Es gibt einen Kloteppich 2.0 mit diesem Artwork, das ihr da seht. Die Info nochmal, der Kloteppich 2.0 ist noch nicht in Produktion, sonst hätten wir auch einen Real-Life-Bild schon gemacht. Aber wird safe richtig geil, ich werde dafür sorgen, dass es geil wird. Die Gewinne werden voraussichtlich im Juni verschickt. Yes, damit ihr Bescheid wisst, das wird noch ein kleines bisschen dauern. Aber ihr könnt jetzt schon einen gewinnen, wenn ihr euch einen Kloteppich 2.0 sichern möchtet. So, wir machen jetzt ein kleines Gewinnspiel, deswegen die Info. Bitte nehmt nur an dem Gewinnspiel teil, wenn ihr damit einverstanden seid, den Moderatoren euren vollen Namen, Anschrift und eure E-Mail-Adresse mitzuteilen. Diese Daten brauchen wir, um euch euren Gewinn zu schicken. Teilnahme nur mit einem gültigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Wie immer... Ja, nein, bitte, bitte nicht an den Dönermann senden lassen. Der Dönermann von nebenan ist nicht eure Adresse. Ihr könnt nicht einfach den Kloteppich zu eurem Dönermann senden. Nein, das geht nicht. Genau. Ah, geht es auch auf Discord. Wir machen das mit Twitch, Whisper und meine Mods melden sich dann bei euch. Beziehungsweise ihr könnt euch auch bei den Mods melden, andersrum. So, dann gehen wir mal kurz rein. Keine Zeit verschwenden. Ich möchte ja auch... Möchte ja auch, dass wir im Zeitplan bleiben. So. Oh, was ist, wenn mein Dönermann den Kloteppich haben möchte? Wird zu dir gesendet und dann kannst du es deinem Dönermann geben. Dann kannst du es ihm ruhig geben. So, Leute. Ihr wisst, glaube ich, schon, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt gleich ein wunderschönes geheimes Geheimwort dem Chat offenbaren. Und wenn ich das getan habe, nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Ihr müsst nichts machen, ihr müsst einfach nur das geheime Geheimwort in den Chat schreiben. Dann seid ihr auch schon da drin, seid ihr schon drin. Dann seid ihr im Lostopf. Ich werde euch gleich den Lostopf zeigen. Das heißt, hier ist auch nix Secret oder so. Könnt alles sehen. Yeah. Und es geht. Wurstfach. Mugi. Light up Kloteppich. Oh Leute. Wir alle einfach. Ich liebe es einfach. Okay, Leute. Wenn ihr einen Kloteppich 2.0 wird im Juni versendet, nicht vergessen, haben möchtet und bereit seid, eure Daten an meine Mods weiterzugeben für den Versand, dann schreibt ihr jetzt das geheime Geheimwort Light Up in den Chat. So, diesmal habe ich es richtig gemacht. So, warte, ich muss euch, übertrage euch mal ganz kurz meinen Bildschirm, dass ihr gucken könnt, wie das... Oh Gott, der Chat ist am Abgehen. Dass ihr auch gucken könnt, seht, dass... Ja, wo habe ich ein bisschen gemacht? Hier ist es! Dass ihr auch sehen könnt, hier, look at that. Wunderschön. Liegt up. Habe ich mich verschrieben? Oder ist der gerade so langsam an... Der ist so langsam, Ginger. Echt? Kann sein. Ich dachte erst, ich habe mich verschrieben. Oh mein Gott, schreiben viele in den Chat. Oh, wie immer, tut mir leid, Leute, die Info, ne? Wenn ihr das Wort mehr als einmal schreibt, seid ihr wieder disqualifiziert. Bitte nur einmal schreiben. Das habe ich gestern schon vergessen.
bitte nicht mehr als einmal schreiben. Sobald ihr es ein zweites Mal in den Chat geschrieben habt, seid ihr wieder disqualifiziert. Ist die Rechtschreibung wichtig? Ja, du musst das Wort ganz genauso schreiben, wie es hier steht. Für alle, die nicht wissen, wo das Wort steht, das ist zum Beispiel im Logo, oben links. Das, was immer so aufblinkt. Und beim dritten Mal... Nein, nein. Es tut mir leid, ich... Ich hab's voll verkackt. Es ist key-sensitive, yes. Also, ich glaube, Groß- und Kleinschreibung ist egal, aber... Ja, Groß- und Kleinschreibung. Groß- und Kleinschreibung ist egal, aber ihr müsst das Wort halt auf jeden Fall so schreiben. Der kam mit der Macht von Chat nicht hinterher. Jetzt sind plötzlich 344 Leute hier drin. Hier, guck. Na, falls ihr euren Namen gelesen habt, hier irgendwo drin, ihr seid bestimmt dabei. Blauer Punkt bedeutet, ihr seid, ihr nehmt teil. Punkt. Blauer Punkt heißt, ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Ihr seid im Lostopf. Nein, ich dachte, es ist nicht egal. Es ist doch nicht so schlimm, wenn ihr ein bisschen länger gebraucht habt, um das Wort zu tippen, weil ihr sicher sein wolltet, dass ihr es richtig schreibt. Es gewinnt ja nicht der, der zuerst das Wort in den Chat schreibt. Es ist einfach, wird durch Zufall ausgewählt unter all den Losen. Unter all den, in dem Fall jetzt 335 Losen. Ich habe mich nicht gesehen. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. So schnell, wie ich da gerade durchgescrollt bin. So, Leute. Ich würde sagen, ich verlose jetzt einfach in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2. Der Gewinner steht fest in 1. Der Gewinner ist... Pop! Pliegenwitz! Herzlichen Glückwunsch! GG an dich, mein Freund! Herzlichen Glückwunsch! Du bist der glückliche Gewinner eines Kloteppichs 2.0. Oh Mann, ey. GG. Oh. Oh. Die gute Reaktion. Oh. Ja, Mensch. Trotzdem rigged. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Ginger, oh. Oh nein. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die teilgenommen haben. Vielen, vielen lieben Dank. Pliegenfilz, bitte nicht vergessen, Name, Anschrift und Adresse einem Mod mitzuteilen. Vielen, vielen lieben Dank. Das brauchen wir, um dir später deine Gewinne zusenden zu können. Oh mein Gott. Und vielen, 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 vielen lieben Dank für alle, die teilgenommen haben am Gewinnspiel. Es gibt noch mehr Gewinnspiele in den anderen Segmenten. Zum Beispiel jetzt gleich bei Mona wird es safe auch wieder am Ende des Streams ein Gewinnspiel geben. Da, wo wir gleich das Bird Brain Quiz haben. Und da bin ich auch dabei. Ich bin gleich direkt wieder bei Mona. Da schaue ich mal, dass ich gleich meine Donation irgendwie noch an das Tierheim reindrücke. Und dann gucken wir mal meine Verlierer-Donation. Oh Mann, ey. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese... für diese zwei krassen... Charity-Streams, die wir gestern und heute hatten. Vergesst nicht, guckt euch den Zeitplan an. Es geht... Ich weiß, wo der Zeitplan ist. Ja, hier. Es geht nämlich gleich noch weiter. Es ist gleich um 15 Uhr, also jetzt ungefähr. Wir raiden da gleich hin. Bei Mona geht es direkt weiter mit Programm. Also es endet jetzt nicht an dieser Stelle. Das Charity-Event hört noch nicht auf. Das geht noch weiter. Ich bin gleich bei Mona in ihrem Stream mit zusammen mit den anderen Leitmotiv-Leutchens und wir machen ein Quiz zusammen. Wir werden alle beweisen, wie krasse Big Brains wir sind, ja. Und dann später... gibt es weiter Programm bei Naya, die Geogesser macht. Und ganz am Ende gibt es ein großes VR-Chat-Treffen von uns allen auf Loonies Kanal. Und da werden wir uns, werden wir noch ein bisschen Party machen, ein bisschen Quatsch machen und uns bedanken für die unfassbar krasse Zeit, die ihr uns beschert habt die letzten zwei Tage. Bis Wochenende. Oh, Mona ist schon live. Genau, deswegen raid ich da mal hin. Da geht es gleich weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr ja dran bleibt und mir zum Beispiel mir beim
Dummsein zuguckt, ja. Im Prinzip ist es einfach nur, ihr guckt mir beim Dummsein zu, ihr könnt, es gibt ein Quiz und ihr könnt mich auslachen, ja, okay? Also wenn euch das wert ist, dann bleibt dran. Ich kann es nicht fassen. Ah, Fliegenpilz. Alles gut. So, ich raid euch jetzt zu Mona. Die Eula. So. Bam, 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 bam. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für dieses insane krasse Spenden-Event. Es klingt so wie eine Verabschiedung. Wir hören erst heute Abend auf, natürlich. Aber auf meinem Channel war es das jetzt erstmal dazu. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für all die Unterstützung. Wir sind von 21.000 auf 24.255 Euro gekommen. Das ist insane! Oh mein Gott, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid einfach Wahnsinn. Ihr seid einfach Wahnsinn. Dankeschön. Ah, ihr seid wirklich, wirklich Wahnsinn. Leute, viel Spaß beim weiteren Light-Up-Event. Ich hoffe, wir haben noch viel Spaß zusammen. Wir sehen uns gleich bei Mona. Und bis gleich, Leute! Ah! Bye!